Red Sen Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Sen Zone und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen Timer bei Windows 7 einstellt. Also ein Timer, für die es noch nicht wissen, ist die Funktion, dass sich ein bestimmtes Gerät zu einer festgelegten Zeit oder nach einer bestimmten Zeit, die man selber festlegt, automatisch abschaltet. Das nutzt ihr einfach ein kleines, aber feines und ziemlich nützliches Programm. Das nennt sich WinExit Pro. Und das hat diesen kaputten Bildschirm hier, den es damals bei den früheren Windows-Versionen gab. Und ihr klickt einfach drauf, was ich eben schon gemacht habe. Und ihr seht hier unten in der Leiste, öffnet sich ein kleines Thumbnail, ein kleines Icon. Hier steht hier WinExit Pro, Doppelklick zu beenden, Rechtsklick zum Menü. Also wenn ich jetzt doppelt draufklicke, schaltet sich mein PC aus. Das wollen wir nicht. Also klicken wir Rechtsklick drauf und können hier sagen, Windows beenden, Windows neu starten, neue Anmeldung, PC ausschalten. Wobei, glaube ich, das und das genau das gleiche ist. Ende erzwingen. Können wir sagen, ja. Und da hier die beiden wichtigsten Funktionen. Timer aktiv heißt, ich habe ihn jetzt aktiviert. Sozusagen wie eine kleine Zeitbombe, deren Countdown dann läuft. Hier kann ich aber, wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich die Uhrzeit einstellen. Ich kann jetzt sagen, 21 Uhr. 21 Uhr 40 zum Beispiel. Man muss hier 21.14 angeben, wie es hier auch steht. Klicke ich OK und jetzt kann ich sagen, ob der Timer aktiviert ist oder nicht. Was ich komisch finde, wieso das Fenster immer weiter nach links wandelt, je öfter ich klicke. Ah, jetzt nicht mehr. Also hier kann ich den Timer aktivieren oder deaktivieren. Ich kann jetzt aktivieren, also würde sich mein PC um 20 vor 10 ausschalten. Kann auch noch klicken, Ende erzwingen. Das heißt, egal ob irgendwas gespeichert ist oder nicht, egal ob ein Programm noch irgendeine Meldung bringt, Windows ist einfach dann total ignorant und asozial und beendet einfach alles ruckzuck. Dann gibt es hier noch andere Systeme für veraltete Systeme, da kann man noch alternativ beenden. Kann man auch Ports und Remote-Befehle festlegen, damit habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt. Dann kann ich jetzt klicken, OK. Und dann ist es aktiviert. Mein PC schaltet sich jetzt, wenn ich ihn nicht vorher ausschalte, um 20 vor 10 aus. Das war ein kleiner Quick-Tipp zu einem netten Programm, was ermöglicht, dass sich der PC automatisch ausschaltet. Ciao, bis zum nächsten Mal.